Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Das heute gesetzte Ziel ist, Bombarda zu lernen und dafür auf zwei Sorten Tiere zu fangen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich da gleich auch genug zur Züchtung mitfangen würde, aber das muss nicht unbedingt sein. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Könnte gefährlich werden? Warum? Das schaffen wir schon. So ein Einfrierzauber wäre auch nicht schlecht, ne? Das Dirikals? Das glaubt Professor Howe nie. Schauen die aus. Revelio. Revelio. Ich möchte noch mehr sammeln. Die noch mal wieder oder bleiben die jetzt weg? Kann ich die im Inventar sehen? Ein Weibchen, ein Männchen. Ha! Da kommen jetzt auch keine mehr wieder. Was sind das da hinten? Wilderer? Hier standen ja auch überall Kisten und Fallen rum. Ein Schloss? Das. Ich nutze auch die dunklen Künste. Keine Ahnung, warum es sonst niemand tut. Sie sind großartig. Ja, sie sind großartig, die dunklen Künste. Nee, weg hier. Ich habe schon die letzte Folge komplett verdaddelt hier. Ich laufe hier nochmal einmal rum, ob ich hier noch so ein Dodo-ähnliches Tier irgendwo finde. Ja. Das sollte ich untersuchen. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Okay, 4 Stück ist eine super Ausbeute. Das war, glaube ich, gut, dass ich noch mal ein bisschen hier geblieben bin. Ui, und die anderen Tiere? Feuer und Sünde. Nee, das will ich doch gar nicht. Also, nichts gegen die Sünde. Okay, hier ist das Gebiet für die riesigen lila Kröten. Und hier gibt es noch Prior Treadwell. Da ist noch so ein Händler in der Nähe. Ja. Energie. Habe ich denn irgendwas zu verkaufen? Huch, wo komme ich denn hier raus? We got Spitchwick. Ach so. War das nicht der, der mal irgendeinen Trank von mir haben wollte? Könnten und ich hatte Sie keinen? Zauberer in Not helfen? Komm, ich helfe dir. Was ist? Was haben Sie? Kobolde, das ist los. Renrocks Bande. Gemeine Kreaturen. Sie haben mich überfallen. Nichts ist mir sicher. Ich brauche etwas, das mich beschützt, wenn ich Ihnen wieder begegne. Ein Maxima-Trank, der würde helfen. Komm hier. Stimmt. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Es ist besser, vorbereitet zu sein. Hier. Nutzen Sie ihn weise. Oh, das werde ich. Mit Sicherheit. Ren
Renrocks Leute besiegen mich nicht. Und ich muss Ihnen danken. Bitte, nehmen Sie dieses Geschenk. Das ist sehr großzügig. Drei andere Tränke. Warum? Aber gut, das ist so das typische Flohflamme. Gut, wie man sie auch 100 Jahre später kennt, ne? So in den Kamin rein und aus dem Kamin raus. Revelio. Im Grunde müssen wir hier alle gar nicht kämpfen. Wie geht's? Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? Hallo. Ich treffe hier während des Schuljahres nicht oft auf Hogwarts-Schüler. Ich bin Priya Treadwell, zu Ihren Diensten. Ich verkaufe eine Auswahl an Reisebedarf. Reisebedarf? Sind Sie mit Nora Treadwell verwandt? Aber ja, sie ist meine Frau. Eine geniale Historikerin. Wussten Sie, dass sie Merlins Lebenswerk erforscht? Oh ja. Ich habe sie getroffen und sie hat mich in ihre Arbeit eingeweiht. Ich bin jetzt auch beteiligt. Oh, wie wunderbar. Dann müssen Sie auch ziemlich genial sein. Jedenfalls, ich hoffe, dass Sie an mich denken werden, wann immer Sie einmal Reisebedarf benötigen. War sehr nett, Sie kennenzulernen. Was ist denn für dich Reisebedarf? Was verkaufen Sie hier? Dann schauen wir mal, ja? Okay, was man so braucht. Tränke, Pflanzen, Familienerbstückbesen. Das wird seit Generationen weitervererbt. Naja, so sieht er auch aus. Okay, ich gehe mal weiter. Hat mich sehr gefreut. Schön, dass Sie mal vorbeikommen. Ja, schön, Sie zu sehen. Revelio. Sieht mir nicht nach der sichersten Gegend aus hier. Okay, Humphrey Bogart ist auch da. Duellleistung. Sumpfkratzer auf den Rücken werfen. Wirke Stupor auf einen Gegner. Warum bekomme ich das jetzt angezeigt? Weil hier Sumpfkratzer in der Nähe sind wahrscheinlich. Revelio. Das sind Sumpfkratzer. Warte mal, ich habe Expelliarmus. Habe ich denn Stupor einzeln? Das können wir ja mal machen. Habe ich das einzeln? Expelliarmus, ja. Das habe ich doch gar nicht einzeln. Ah, ist egal. Ich meine, Sumpfkratzer auf den Rücken werfen wäre jetzt nicht das Problem. Revelio. Oder? Pass mal auf. Defendo. Hat nicht geklappt. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Wie habe ich ihn denn auf dem Rücken? Das hatte ich doch schon. Defendo. Protego. Stufe.
werfe ich ihn denn auf den Rücken? Akio! Womit soll ich ihn denn auf den Rücken werfen? Impulso! Dependo! Ja, ich wüsste wirklich nicht. Ich lasse mich schon wieder ablenken, ne? Ich hab's nicht geschafft, einen auf den Rücken zu werfen. Revelio. Ihr hättet euch einfach nur kurz auf den Rücken legen müssen. Und schon hätte ich euch in Ruhe gelassen. Gut, haben wir ein bisschen Sumpfkratzlerzunge. Und hier muss irgendwo eine Seite sein. Aber wo? Da. Revelio. Verlassene Behausung. Diese verfallene alte Behausung bot reisenden Hexen und Zauberern Schutz vor den Elementen. Im Laufe der Zeit begann der umliegende Sumpf jedoch die Hütte zurückzuerobern. Heutzutage beherbergt sie nur noch den einen oder anderen Sumpfkratler. Habe ich gemerkt. So, das hätte ich gerne noch. Das da hinten würde ich mir auch noch gerne angucken. Lasst mich doch in Ruhe, ihr Sumpfkratler. Das ist wieder so ein Kunstwerk hier. Es macht einen Irrgarten. Das war nicht der Plan. Ich möchte doch nur die Quest erledigen. Zumindest jetzt mal im Moment. So, riesige lila Kröten. Revelio. Sind sie das? Tatsächlich, oder? Nee. Sumpfkratler. Protego, Sturko. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Der Sumpfkratler noch. Protego, Stufe.
Hauch der Toten. Ich möchte doch gar nichts von euch. Außer, dass ihr mich in Ruhe lasst. Jetzt kämpfen die gegeneinander. Riesige Lederkröte. Was ist er denn? Adelio. Sind sie das? Ach, das sind sie. Aufgabe erledigt. Ein Pärchen dabei. Aber hier war noch eine vierte. Revelio. Wo ist die vierte Kröte? Revelio. Ich höre sie doch. Genau, jetzt ist alles gut. So, Tierwesenunterricht am Tag besuchen. Alles klar. Gerne. So, der Tierwesenunterricht. Unterrichtsraum Tierwesen. Perfekt. Na, ich glaube, das passt so von der Folgenlänge auch ganz gut. Na, mal sehen, wie lange der Unterricht dauert. Für gewöhnlich ja leider nicht ganz so lange. Revelio. Da, 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 da. Ringardium Leviosa. Buchseite. Kann ich jetzt hier einbrechen eigentlich in den Laden? Ja, tatsächlich. Komm, dann wird das eine überlange Folge. Wir müssen Hallo, irgendwie Homura. Die Nacht rumbringen. Was haltet ihr eigentlich von überlangen Folgen? Finden werden. Revelio. Duellierhandschuhe. Sehr geehrter Frau Professor Heun, ich wäre überaus glücklich, Ihnen jegliches übrig gebliebene Knuddelmuffa abzunehmen. Ich könnte es mitnehmen, wenn ich das nächste Mal eine Lieferung an das Schloss habe. Es hört sich an, als hätten Sie mehr als genug davon für Ihren Unterricht, oder? Vielleicht hätten Sie ja sogar Zeit für eine Tasse Tee. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Sie einst einem Oceanie begegnet sind. Ich hätte nichts dagegen, diese Geschichte zu hören. Mir ist mal ein junger walisischer Grünling begegnet, als ich im Westen Krötenhaut gesammelt habe. Natürlich hätte es auch ein frisch geschlüpfter Vivern sein können. Es ist schwierig, das Alter einzuschätzen. Wie auch immer, das Leben mit magischen Tierwesen ist nichts für schwache Nerven, nicht wahr? Ich warte gespannt auf Ihre Antwort. Ellie Peck. Da wird es schon wieder Tag. Da geht's auch raus. Ich habe, glaube ich, einen Demigeist gesehen. Ist es noch Nacht? Ist du es noch Nacht? Du gehörst mir, Demigeist. Jawohl. Revelio. Na, das hat sich doch schon gelohnt. Gibt's hier noch was?
eine Toilette. Entschuldigt mich mal kurz. Die Lehrerin ist aber schon da, ne? Na gut. Furchtbar, wenn Kreaturen auf diese Weise sterben. Aber Trolle haben in Hogsmeade nichts zu suchen. Poppy Sweeting? Ach, ist auch schon da mitten in der Nacht. Hallo, Poppy. Lauf nicht weg vor mir. So, aber jetzt auf den Tag warten. Ausgezeichnete Arbeit heute. Sie können gehen. Revelio. Ich bin kein großer Fan von all dem Dung in diesem Fach. Sie sind wohl bereit für Ihren neuen Zauberspruch. Sehr gerne. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Ich bin bereit, Bombarda zu lernen. Gut. Ich muss Sie allerdings vorwarnen. Diesen Zauber sollte man nur aus gutem Grund wirken. Der Explosionszauber kann andere verletzen, wie Ihnen sicher einleuchtet. Bitte Vorsicht beim Zaubern. Ja, Professor. Ich verstehe, Professor. Ich werde Sie beim Wort nehmen. Gut, Sie müssen die Zauberstabbewegungen präzise ausführen. Sie wollen doch Ihre Hand behalten. Also los! Schöne, gleichmäßige Stabbewegungen. Denken Sie daran. An was denn? Also Space F, rechts, rechts Space. Das kriegen wir hin. Bombarda. Gut gemacht. Lassen Sie uns das jetzt in die Praxis umsetzen, ja? Probieren Sie es an den Kürbissen aus. Auftrag abgeschlossen. An den Kürbissen soll ich es ausprobieren. Gut, wo haben wir denn Bombarda hier? Brauchen wir kein Expelliarmus mehr, oder? Bombarda! Ausgezeichnete Stabarbeit. Boah. Genau so sollten Sie jedes Mal zaubern. Sicher und gerecht. Ausgezeichnet. Sie haben es gut im Griff. Ja dann, herzlichen Dank. Professor, hätten Sie einen Moment? Ja, worum geht es? Wir haben noch gerade miteinander geredet. Na Professor, klar. Was hat Ihr Interesse an Tierwesen geweckt? Denken Sie darüber nach, in diesem Bereich tätig zu werden? Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, aber ich finde Tierwesen faszinierend. Sie gehen in meinem Unterricht gut mit den Tierwesen um. Ich glaube, bei der Berufswahl, vor allem im akademischen Bereich, muss man sowohl die Begeisterung für ein bestimmtes Fach in Betracht ziehen, als auch, wie gut man den Schülern dienen kann, die man nicht nur lehren, sondern auch inspirieren muss. Wann wurde Ihnen bewusst, dass Sie diesen Weg einschlagen würden? Ich erinnere mich genau. Es war der Sommer zwischen meinem 6. und 7. Jahr. Ich las im Propheten über einen Zauberer, der Okami-Eier verkauft hatte und in den Bergen in der Nähe meiner Heimat verschwunden war.
Natürlich wusste ich dank meiner Studien über Okamis Bescheid. Doch sind sie in Ländern östlich von hier heimisch, in Indien etwa. Ich habe mich gefragt, ob es möglich war, dass ein Okami so nah bei uns hauste. Also ging ich es suchen. Klingt gar nicht so leicht, ein Okami in den Bergen zu finden. In der Tat. Nach einigen Tagen, in denen ich meine Eltern durch Abwesenheit verärgerte, fand ich die spärlichen Überreste des eierhandelnden Zauberers. Er lag neben einem hohlen Baum und in dem Baum war ein Nest mit 7 silbernen Okami-Eiern. Was haben Sie mit ihnen gemacht? Nichts. Tierwesen sollten dafür geschätzt werden, was sie Zauberern bieten können. Schutzkleidung, Trankzutaten, sogar Zauberstabkerne. Nur Wilderer sehen Wert darin, Tierwesen für Galeonen zu töten. Ich ließ die Eier in Ruhe. Ich versteckte mich. Kurz darauf flog das Wesen über meinen Kopf hinweg. Atemberaubend. Als es seine Größe der Höhle anpasste, schien es geradewegs zu verschwinden. Das klingt unglaublich. Ja, in dem Moment wusste ich, dass ich so viel über Tierwesen lernen musste, wie ich nur konnte, auf dass die Welt der Zauberei angemesseneren Nutzen aus ihnen ziehen würde. Nun, ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet. Es wäre weise, das Studium der Tierwesen fortzusetzen, egal wie sie sich letztlich entscheiden. Tierwesen und alle ihre Gaben können ihr Leben nur verbessern und es sogar eines Tages vielleicht retten. Das werde ich mir merken, Professor. Danke. Ja, vielen Dank. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Ausdruck angemessen Nutzen halten soll. Und die Eier dort liegen zu lassen, bedeutet ja auch nicht, die Tiere ansonsten zu töten. Ich hätte mal fragen sollen, was ein Okami ist. Weiß von euch jemand, was ein Okami ist? So, jetzt mache ich nochmal eins, was ich schon mal vorher angekündigt hatte, wenn die Folge jetzt eh schon länger dauert. Und zwar bei den Talenten. Da gab es nämlich, ich weiß nicht, war es bei den dunklen Künsten? Nee, es war wahrscheinlich bei den Zaubersprüchen. Da konnte man nämlich, genau, Bombardertreffer lösen eine starke Explosion mit einem gewaltigen Wirkungsbereich aus. Das gönne ich mir jetzt. Alles klar, gut. Ich denke mal, in der nächsten, spätestens in der übernächsten Folge, schauen wir dann auch mal, passend zu den Tierwesen, wie es denn mit meiner Testralzucht, meiner Hippogreifzucht und meinen Jockermolds, nee, wie hier sind sie, Jockermolds? Ich weiß es gar nicht, wie es mit denen aussieht. Interessant finde ich, die gehört jetzt natürlich hier in die Szene, ne? Die kleine Poppy hier. Aber ich sollte auch ganz woanders treffen, wo sie ist. Jetzt gerade gleichzeitig, sozusagen. Wo ist denn das? Hier. Triff dich mit Poppy Sweeting. Das wäre natürlich jetzt gut, ne? Man kann die Quest ja in unterschiedlichen Reihenfolgen machen. Wenn ich jetzt Poppy Sweeting hier ansprechen würde im Tierwesenunterricht. Also sie tut so, als hätte sie mich gar nicht um Hilfe gebeten. Das sind so die Momente, wo ich es dann ein bisschen schade finde, dass es dann nicht mehr Variationen und unterschiedliche Verknüpfungen gibt. Ihr wisst sicher, was ich meine. Und wie gesagt, wie es weitergeht, dann in der nächsten Folge. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.